Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Flutosaurus. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, wir sind wieder im Drug Dealer Simulator. Es ist jetzt auch schon wieder über einen Monat her, dass ich hier drin war. Geld für das Kartell liefern. Ich habe 1000 irgendwas, also 750 davon geht an Andy. Das tut weh. Jo. Er kriegt mich nicht. Ich bin's nicht. Ich sehe doch nicht ein. Ich habe zwar nichts dabei, aber ich sehe doch jetzt nicht ein, für euch stehen zu bleiben. Ich habe Dinge zu tun. Geflüchteter, ja? Für wie lange bin ich jetzt Geflüchteter? Das ist nicht gut. Für die nächsten Deals ist das vielleicht tendenziell unpraktisch. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Oh, dass du direkt hier in meine Nähe kommst, das ist sehr gut. 242, sehr gut. Da habe ich erstmal Stink freigeschaltet. Ich glaube, wir kaufen uns jetzt erstmal wieder eine Wellning hier. Ja, so ein kleines. Ein kleines Hütchen zwischendrin. Für 300? Ja. Nehmen wir. Wir haben jetzt noch ein Versteck. Sehr gut. Ich bin doch noch gar nicht gerannt. Ja, das Suspect ist sowas von on the run. Wo ist der Eingang zu meinem Haus? Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier drin. Lass mich, Ich baue hier schon mal, ne? Ich bin nicht hier drin, aber ich baue hier schon mal auf. Also wenn ihr hier krache, das bin nicht ich. Ich habe gar nichts gemacht. Im Apartment Nummer 2. Also haben wir die anderen Apartments noch gar nicht richtig gebraucht, aber... Was ist, wenn jemand Meth bestellt und ich es ihm mische? Von vornherein, dass die Leute das gar nicht anders kennen als gemischt. Das wäre doch für das Meth tendenziell am klügsten. Also erstmal muss jemand Meth bestellen, so ist es ja nicht. Aber für den Fall, das ist ein neuer Kunde. Das ist ein neuer Kunde. Also erstmal will ich ihr hier auf jeden Fall ihre 30 Gramm. Die kann ich auf jeden Fall. Die habe ich vorhin schon mit einberechnet. Bitteschön. Bitteschön, bitteschön. Ja, ich muss mehr, ne, in Dings kriegen, in Stink mehr Respekt, aber weiß noch nicht wie, vielleicht muss ich da wirklich nochmal gleich ein bisschen rumsprühen gehen oder so. Ich sprühe nicht, Officer, ich sprühe nicht. Schön mehr Respekt erarbeiten hier. Hi, hi. Respektieren Sie mich, weil ich sprühe? Ich glaube schon. Hier, schauen Sie sich das Zeichen genau an. Das meins. Es ist mein Bereich hier, ne? Es ist mein Tritt. Also falls Sie anfangen sollten, hier was zu verkaufen, ne? Dann kriegen Sie Stress. Kriegen Sie Stress. Dann kriegen Sie eine auf die Fresse von mir. Haben Sie das verstanden? Dann sprühe ich diese 420 in Ihren Rachen rein. Also haben Sie das verstanden, junger Herr? Gut. Schönen Tag noch. So arbeitet man sich auch erstmal mit Sprays hier. Okay, also der Ruf sieht jetzt auf jeden Fall schon mal besser aus durch das paar Mal Sprühen. Es ist nicht mehr rot. Das ist sehr gut, sehr gut. So, dann lasset uns doch mal eine B-Serien, eine B-Serie Spaß haben mit Le Meffe. Inhalt der Mühle? Achso, ja, Inhalt der Mühle anklicken, sowas. Das wählen wir jetzt auf, um Ausmachstoff hinzufügen. Dann nehmen wir die Ibos. Stoff hinzufügen. Wir machen nicht komplette 8 Gramm, wir machen 5 Gramm. Nicht 50. Inhalt der Mühle. Kann ich jetzt einfach kurz machen und das wird da trotzdem... Ja. Kann ich hier schauen. Das geht hier ab. Mike Byers, neues Angebot. Ja, du willst... Das kann ich dir jetzt... Das können wir gleich machen. Ja, ja. Oh, wir haben schon wieder... Oh, wir haben schon wieder... Oh, das sind 2 neue Kunden. Oh. Tschüss. Tschüss. Was willst du? Bambinos? Bambinos? Weed? Bambinos? 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 Alle wollen Bambinos, Alter. Ich muss gleich mal diese ganzen Bestellungen auf jeden Fall abarbeiten, aber erstmal machen wir das hier. Wenigstens ganz kurz. Stoff hinzufügen. 5 Gramm. Mix anwenden. Das ist Meta-Ibo. Das ist die Meta. Wir könnten höchstens... Stimmt, wir könnten es höchstens versuchen bei den Neukunden, dass wir da ein bisschen gemischtes Speed nehmen. Inhalt des Mülleimers. Diesen 0,978 brauchen wir jetzt nicht. Können wir eh nicht verwerten.
Was ist los, Eddie? Hey, yo, good news, baby. That drugstore downtown seems to be open now. They just finished the renovation or something. Might want to check that out for some, you know, new medicine. It's ran by my old boy, Jamie. I'll let him know you'll be coming through. So he might have something extra in his offer. Whoa. Okay. That guy might have some interesting chemicals and some new lab equipment. Oh, go check it out. New lab equipment? Tschüss. New lab equipment. Wo muss ich dafür hin? Wo ist es? Apotheke da. Jo. Ja, mittlerweile 2300. Wie viel muss ich ans Kartell zahlen? Das ist die wichtige Frage. 1000. Ja, erstmal auf zu Eddie, ne? Hey. Das ist nicht gut. Polizeistunde, das ist nicht gut. Das ist nicht praktisch. Das ist nicht praktisch. Ja, ich muss nach Hause rennen. Literally zero Ausdauer. Lauf, Homie, lauf! Mach das Licht aus! Mach das Licht aus! Ich darf mich nie finden! Sehr schlau, sich direkt neben seinen Drogen zu verstecken. Eddie, ja, ich bin unterwegs. Es gab nur eine kleine Komplikation. Hi, Eddie. Hier ist es. Sie hat sich nicht beschwert. Stink hat sich nicht beschwert. Hat wieder Neues bestellt. Weil es jetzt nicht gerade das ist, was ich mir schon angeschaut habe, aber ja. Kommen wieder ordentlich Bestellungen rein. Die Leute wollen meinen Stoff. Hey, super. Dann hier hinter diesem Gebäude schon, ja. Hi. Du wolltest die 2 Gramm. Hä? Hä? Du willst es nicht hin. Du musst das. Ich kann dem das Meth gar nicht gestreckt verkaufen. Mann, nur weil er das Kristallin hat. Ich hoffe, in der Apotheke kann ich mir irgendein Gerät kaufen, um Pulver wieder kristallin zu machen oder so. So richtig kochen und so, oder keine Ahnung. Ja, ich bin vor der Apotheke. Das hier ist die Apotheke. Hey, grüß dich. Jamie Walz. Zeig mir mal dein Laborequipment. Was kann ich... Pillenmaschine. Laborkristallisation. Das ist das Ding, was wir brauchen, den Schülern. Damit können wir das Gestreckte wieder kristallin machen. Gehe ich mal von aus. Gut, zeig mal, was hast du so für Medizin? Paracetamol, Ibuprofen, Viagra. Ich zahle jetzt einfach alles ein, weil ich muss ja auch noch andere Sachen bezahlen. Einzahlen. Wir zahlen einfach mal so 1000 ein. Akzeptieren. Hi, ich brauche das Ding. Bestellen. Ist die Frage, ob ich dafür Flüssigkeiten, also ob ich dafür das flüssig machen muss und ob der nur flüssiges. Yo, I'm happy that business is booming, but you gotta hold up with that bank cash flow. I got a hint from my informant that some nosy bitch in the bank was sniffing around your account. I'll contact you with a friend of mine who will help you fix that problem soon. But until then, you gotta lay low. Over and out. Okay. Das war ein Fehler. So viel zu überweisen ist okay. Ich frage mich nur, ob ich für diese Maschine flüssig, also um aufgelöste Stoffe in Kristallform. Mixer für Flüssigkeiten. Ist die Frage, kann ich da, sag ich mal, Pulverzeug in Flüssigkeiten reinmachen? Dann machen wir das so. Wir nehmen das auf jeden Fall auch noch mit. Wir sehen uns. Weed und Speed machen wir einfach noch in der Homebasis. Jetzt habe ich hier nämlich 2. Das war eigentlich gar nicht mein Plan, aber das ist voll okay. Ich kann nicht das Equipment... Das DA kommt! Oh. Fireworks, motherfucker, yeah! Woohoo! Booyah!
Yeah, bitches! You ain't catching our asses. Ha ha ha! Okay, let's get the fuck out of here. Das Drogendezernat kam hier einfach um die Ecke. Okay. Hab ich so eine Aufmerksamkeit? Heilige Scheiße, er ist es. Die Sichtbarkeit ist so hoch. Bin schon über der Drogenlord-Sichtbarkeit. Holy shit. I didn't expect that to happen now. Speed. Ich brauch nochmal mehr. Ja, ganz gleich nochmal gefühlt so 60 Stück bestellen. Bitteschön. Bin noch nicht mal die erste Lieferung erhalten. So, aber existiert jetzt mein anderes Apartment noch, wo das Drogendezernat gerade ankam? DEA, Alter. Der Wagen steht noch hier, das macht mir ein bisschen Angst. Ich habe spontan nicht so das... Die haben mir meine eigene Butze abgeschlossen. Die haben mir meine eigene Butze abgeschlossen. Fucking DEA, Alter. Glaub's ja kaum. Hab ich jetzt nicht erwartet. Aber irgendwann muss das ja mal passieren, ne? Irgendwann muss das mal passieren. Okay. Es ist sehr gefährlich, was wir jetzt machen. Amphetamin? Hab ich 100 Gramm? Hab ich echt so viel bestellt? So ein fettes Paket. Ich darf damit jetzt nicht erwischt werden, Alter. Wirklich, ich muss das nach Hause schaffen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Suspect on the run! Ja, Suspect, sowas von on the run. Ich muss irgendwie nach Hause kommen. Grab him! He's getting away! Grab him! Quick! Das ist nicht gut. Nein! Mann! 100 Gramm, das kann's jetzt nicht sein. Das ist mein ganzer Gehalt. Ich kann nichts mehr neu bestellen. Das kann jetzt nicht sein. Ich habe mehr als nur 100 Euro verloren. Ich habe mehr als nur 100 Euro verloren. Ich sollte mir mehr Dings kaufen. Mehr Apartments. Definitiv. Damit ich im Notfall schneller abgehauen bin. Was mache ich denn jetzt? Muss irgendwie das Kartell bezahlen? Mit Drogen, die ich nicht habe. Das ist nicht gut. Das waren 120 Gramm Speed. Ich hätte den Rucksack wegschmeißen sollen. Ich hätte einfach den Rucksack wegschmeißen sollen. Wir haben auch nur 149 Euro. Dollar. Wie viel habe ich auf der Bank? Ich muss jetzt von der Bank abheben. Um auch nur im Ansatz irgendetwas zu bezahlen. Damit ich neue Bestellungen machen kann, müssen wir es jetzt irgendwie wieder hocharbeiten. Es geht nicht anders. Geld abheben. Und das wird nicht mal genug sein. Das ist nicht... Warte! Die haben meine Bude leergeräumt! Die haben meine Bude leergeräumt! Die Wichser haben meine Bude leergeräumt! Oh, das ist doch nicht mehr feierlich. Das ist doch wirklich nicht mehr feierlich. Gut, dass ich da nichts hatte. Scheiß DAA. Ja, ich muss jetzt aus. Mach mir jetzt bitte. Okay. Ich mache hier kurz einen Rudel dazu.
So gewinnt man Kunden. So, Noah, du rettest mir jetzt gerade mein Leben. Meinen Arsch rettest du mir. Wir haben dann sogar noch 300 übrig, die wir ungefähr aufs Konto. Das heißt, wir haben dann auch schon wieder den Großteil von den Kontoschulden abbezahlt. So, wir müssen jetzt erstmal zu Eddie. Ganz kurz das Kartell endlich abbezahlen. Hi. Eddie, tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Ach, hast du jetzt gerade das andere direkt mit abgerechnet? Was ich vorhin noch bestellt habe? Ja, okay, ist nicht schlimm. Ist gut so. Jetzt können wir uns aber erstmal wieder was aufbauen. Jetzt sind wir erstmal wieder safe. Jetzt sind wir... Das ist jetzt erstmal gut. Gut, Leute. Das war's jetzt hier aber auch erstmal mit dem Video. Es ist sehr viel passiert. Wir haben Verluste gemacht, so wie auch Neues entdeckt. Finde ich super. Ich hoffe, euch hat's Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.